Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever 2. Unsere erste Maßnahme, bevor wir uns Gedanken machen, wie es weitergeht, ist, ich möchte diese Strecke doch auf zwei Schienen umbauen, denn wir möchten genug Getreide zur Lebensmittelfabrik bekommen und ja, ich denke, dieses Einschienensystem wird uns dabei blockieren. Wobei, wir können es ja einfach mal ausprobieren und lassen einen zweiten Zug drauf fahren und dann schauen wir, wie es sich macht. Okay, wir haben ein Problem. Dieser Zug bleibt stehen, obwohl hier ein Signal ist und hier ein Signal. Ich denke, der wartet einfach, weil hier schon ein Zug ist. Hier ist kein Platz für einen zweiten Zug und hier ist kein Signal. Wobei, hier wäre ein Endsignal. Angeblich sind ja an jedem Bahnhof immer Endsignale auf jeder Seite, so habe ich es mal gelesen. Eigentlich könnte der jetzt bis hierher fahren, aber er wartet anscheinend auf den Zug, der ganz hier hinten fährt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen das wahrscheinlich zuerst mal, wir gehen hin. Egal, vergisst, was ich gesagt habe. Wir setzen jetzt einfach mal diese Signale. Autosignal, ja, 500 Meter. Und schauen einfach mal, was passiert. In diese Richtung, nee, hier wäre es eigentlich nur ein... Ja komm, wir setzen mal hier ein Signal beim Eingang. Hier einen beim Ausgang, wobei hier reinfahren. Hier Signal halten ist blöd, der muss hier reinfahren. Wir setzen einfach hier noch ein Signal. So. Okay, dann fängt der schon mal an zu fahren. Das ist schon mal löblich. So, wenn der hier vorbei ist, müsste er hier losfahren können. Ja, tut er auch. Okay. Hat ein bisschen gedauert, aber sind halt nicht die schnellsten oder stärksten Züge. So. Und hier für den zweigleisigen Verkehr, zumindest bis hierher, müssten wir dann auch wieder einige Signale setzen, damit mehrere Züge hintereinander fahren können und ein Signal bekommen, dass die Strecke bis zu diesem Signal dann jeweils frei ist. So, und das machen wir, indem wir sagen, Autosignal 500 Meter. Ja, das lassen wir wieder so. Hier eine Zuglänge. Wie lang ist der ungefähr? Wir warten hier mal. Ja, bis hierhin. Also hier platzieren. Warum hält er jetzt hier? Okay, wir machen mal Nein und setzen hier noch ein Signal. Du darfst bis hierher fahren. Ist hier freie... Also ich habe so langsam das Gefühl, dass das mit diesem Signal am Bahnhofsende nicht so ganz stimmt, was ich gelesen habe. Denn sonst hätte der jetzt bis hierher vorfahren können, ohne Probleme. Hat aber tatsächlich das Signal gebraucht. So, aber egal. Ja, Autosignal 500 Meter. Eine Zuglänge nochmal, ich messe mit der Hand. Sieht man nicht. So, und setze das dann hier. Und er hat sehr schön Signale gesetzt im Abstand, der vorgegeben war. So, natürlich nur bis zum nächsten Bahnhof. Das heißt, wir machen das gleich auch in die andere Richtung. So, und da das hier ja nicht funktioniert hat, auf der anderen Seite, sage ich hier wieder Nein. Dann machen wir das gleiche vielleicht so. Noch einmal. So. Wir hätten die Bahnhöfe auch einfach länger machen können, ne? Und dann somit, naja, ist jetzt erstmal egal. Wir hätten hier noch eine, später noch ein Gleis oder eine Spur, die wir nutzen könnten. Wir lassen das jetzt erstmal so. Ich sage jetzt hier wieder Ja. Nutze meine Hand für die Messung des Zugs ungefähr so. Autosignal Ja. Gucken, wo er das überall platziert hat. Bis hierher. Das gleiche. Ja, hat er das? Das sind schon zwei Signale. Hat er das? Hat er das? Erinnert mich an ein Lied. So. Setzen wir dann so. Weil doch, sieht gut aus. Ist auch gleich platziert. Ach, ist das schön. Und hier habe ich wieder Oberleitungen gebaut. Naja, dann sind sie für später schon mal geplant. 1919. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das realistisch ist. Ich denke, da gab es die schon. So, auf jeden Fall, wie sieht es hier aus? Hier fährt ein Zug. Wir schauen mal in die Linienstatistik. Und die sagt, wir haben eine Rate von 180. Das ist immer noch zu wenig. Wenn ich jetzt hinten am Bahnhof gucke, wie viel lagert da? Ah, wobei, zumindest was hier gelagert war, reicht es jetzt. Und kommt da bald ein neuer Zug? Und eine ganze Weile dauern, bis der hier unten müsste der sein. Wo ist er? Seht ihr einen? Nee. Hier ist einer. Hier ist der zweite.
Hier ist der dritte. Ja, nee, das dauert jetzt ewig, bis da wieder jemand ankommt und bis dahin ist da schon wieder zu viel Weizen. Vielleicht müssen wir auch wirklich hingehen und brauchen für die 2-3 Extrazüge und für diesen Bahnhof auch nochmal 2-3. Das beobachte ich jetzt mal ein klein wenig. Also Leute, das wird so vorne und hinten nicht reichen. Ich mache hier ja einen zweiten Gleis. Wir können das halt nicht so spielen wie in der Realität. Ich habe auch extra nachgelesen dafür nochmal. Die meisten Strecken sind wirklich eingleisig. So steht es zumindest auf Wikipedia und in einem Forum habe ich das gelesen. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Aber das ist hier nicht realisierbar, sonst müssten wir einen ewig langen Bahnhof machen und ewig lange Züge bauen. Ja, keine Ahnung, wie man es am besten macht, aber ich werde, glaube ich, hier jetzt einen zweiten Gleis hinzufügen und dann lassen wir mehr Züge darauf fahren. Oh, Leute, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Ich habe jetzt diese Strecke hier, habe ich zweigleisig gemacht, hatte einen Haufen Wegpunkte gesetzt, auch zum Hupen und so weiter. Und hier hatte ich jetzt gerade ein neues Gleis und zwar an diese beiden Gleise angebunden und wollte dann Züge von hier bzw. von Hokkaido nach Dortmund fahren lassen und vom Getreide nur noch nach Hokkaido. Drücke dann auf Aufnehmen, nachdem alles fertig war, Bluescreen, alles weg. So, gut, kann ich jetzt neu machen. Okay, bevor ich jetzt auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich nochmal alles gespeichert. So, wie wir sehen, diese Strecke, da muss auch noch angepasst werden, Dortmund fällt weg und wir schreiben hier Getreide. So, und jetzt wird es eine neue Linie geben und zwar von der Lebensmittelfabrik Hokkaido nach Dortmund. Wird natürlich auch benannt. Hokkaido, Dortmund, Lebensmittel. So. Und zwar Terminal 3 und dann geht's auf die rechte Spur, hier das Signal, damit er das auf jeden Fall macht. Dann sind wir in Dortmund und von Dortmund geht's auch wieder auf die rechte Spur. Und wo wird dort abgeladen? Ja, ist immer noch richtig, okay. So, und für die Lebensmittel haben wir jetzt einen neuen Zug erworben. Da werden wir jetzt mal Start drücken und machen die und schalten die UI aus. Da kommt unser neuer Zug. So, mit der Zeit kommen auch Deko-Elemente hinzu, ne? Wie zum Beispiel dieses Stellwerk. Das jetzt so realistisch da steht, sei mal dahingestellt. Muss ich mal noch nachschauen. Jedenfalls haben wir jetzt diese Route neu gesetzt. Wir fahren zum Signal, dann nach Marten, dann nach Hokkaido und zwar zum Terminal 1, alternativ zu Terminal 2 und wieder zurück. Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, ob wir Extrazüge von Stockholm nach Hokkaido und von Marten nach Hokkaido fahren lassen, damit die Züge von Stockholm nicht immer bei Marten halten. Damit diese Lebensmittelfabrik auch Lebensmittel herstellt, müssen wir natürlich auch die Lebensmittel bis ins Stadtzentrum transportieren. Das machen wir mit Haltestellen, denn hier habe ich gerade erst die Straßen angebunden, da sind aber noch keine LKWs unterwegs. Ein Straßenfahrzeugdepot will natürlich auch noch gebaut werden und das setzen wir hier.
So, die LKW-Station ist auch gebaut. Jetzt brauchen wir noch eine Linie. Und zwar Lebensmittel von der LKW-Station Dortmund Abzweig nach Marktplatz. Ach, das ist doch ein guter Name. Und bei Dortmund Abzweig sagen wir Vollladen. Farbschema gelb, damit das alles mit Lebensmitteln zusammenhängt. Wir schreiben natürlich wieder Dortmund Abzweig zu Marktplatz. Und für den Transport unserer Lebensmittel werden wir einen Benz-Plan-LKW kaufen. Jetzt noch auf die Strecke schicken und los geht's. Nun sollte die Lebensmittelfabrik dann bald anfangen, Lebensmittel zu produzieren. Produktion, Versand 0. Okay, die Lebensmittelfabrik fängt an, Lebensmittel zu produzieren und versendet sie auch. Was ich mich gerade frage, wie kommen eigentlich die Lebensmittel von dieser Seite auf diese Seite? Wäre es da nicht realistischer, dass ich wirklich den Zug, der hier die Lebensmittel holen soll, auf diesen Gleis laufen lasse und dann nach Dortmund? Schreibt's mir in die Kommentare. Unsere ersten Lebensmittel werden abgeholt. Sehr schön. Das einzige Problem ist, wenn ich diesen Zug wieder hier hinschicken würde, dass er wartet, bis die Fracht geladen ist. Könnte man aber auch beheben, Züge, die das Getreide fahren, könnten ja einfach einen speziellen Gleis benutzen. In dieser Folge haben wir uns um die Erhöhung der Rate dieser Strecke gekümmert. Lebensmittel werden jetzt produziert und geliefert. In Dortmund werden diese Lebensmittel auch ins Stadtzentrum transportiert. Und einige Fragen für euch sind noch offen, gerne in die Kommentare wie genannt. Und falls da was einfließt, kann man das mit berücksichtigen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.